herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Aber es wäre möglich, also über solche hohen Kreditsummen über das Internet anzuregen. Ja, geht. Geht alles. Dann müssen Sie dieses Postident-Verfahren machen. Ja, müssen dann zur Bank sagen, hallo, ich existiere, hier ist mein Personalausweis. Das geht schon. Ja, ich habe auch, das war früher auch einfacher. Ich habe auch viele Finanzierungen, da habe ich bis zum heutigen Tage den Kunden nie gesehen. In Köln, in München, in Stuttgart, in Berlin. Ja, also das geht schon. Ja, aber dann würde ich Ihnen auch empfehlen, dann haben Sie auf jeden Fall schon entsprechende Praxis. Und dann haben Sie vielleicht auch nicht das erste Haus, das Sie finanzieren, sondern vielleicht das zweite, dritte oder die dritte, vierte Wohnung. Dann kann man das eher machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!